Das war das, was ich gebraucht habe. Damit habe ich nicht gerechnet. Trash reinigt das Gehirn. Ich hab dir vor der Nase zugeknallt. Ich werde nicht so kampflos überlassen. Ich auch nicht. Kein Kuchen für Vera. Wie so ein Schlag ins Gesicht. Unangenehm bleibt es. Wenn du dich nicht mit meiner Ma anfreunden kannst, hast du auch nicht so viele Chancen. Noch Fragen? Immer nur Selfies und immer nur aufs Aussehen achten. Frauen ziehen bei den Söhnen ein. Eine was? Willkommen zu Schwiegertochter gesucht. Also ich bin ja hier im Wuppertal und da ist ja die tolle Schwebebahn. Wackelig jetzt schon. Nicht ganz so wackelig wie Nadel an jedem Mittag. Naja, anyway. Aber definitiv weniger wackelig als Sibylle rausgebiss. Guck mal, sie hält sich schon fest. Boah, das wackelt doch die ganze Zeit schon, ne? Also ein bisschen Angst hatte ich schon. Ein Glück fährt Vera nicht mit in der Schwebebahn. Da hätten nämlich die Urwuppertaler einen Flashback zu damals, als Elefant Tuffy aus der Bahn in die Wupper gefallen ist. Wie sieht das eigentlich aus? Mögt ihr eigentlich gerne so saunamäßig? Na, jetzt kommt wieder das, nee, wir führen Menschen zusammen und wir tun ihnen was Gutes. Nein, Quatsch. Wenn, könnt ihr nicht massieren? Ich liebe es, massiert zu werden. Ich bin massagesüchtig, aber ich mag es halt immer, massiert zu werden. Okay. Ich bin massagesüchtig. Ja, die meisten Schwiegertochter gesucht, Söhne auch, nur eben immer an der gleichen Stelle. In der Bachelor-Limousine riecht es nach billigem Parfüm und in der Gondel hier nach Teddy. Oh, Moment, Dennis' Papa ruft an. Pforte zur Hölle, grüß Gott, hallo. Dann geht's jetzt in die Sauna, ich würde die Mädels gerne überraschen. Ja, natürlich mag ich es auch gerne massiert zu werden, aber ich kann es eigentlich auch recht gut. Da kommt ein Temperament. Ja, genau, dann erst mal richtig durchleben. Romina ist einfach so sympathisch. Nein! Wir lieben ihre Lache. Nein. Aber nein, nein, nein. Hallo. Und zwar wollte ich eine Frau mit zu mir nach Hause nehmen und erstmal sagen, ich verbringe den ganzen Tag mit dir bei mir zu Hause. Moment, den ganzen Tag zu Hause verbringen? Oder wie es bei uns YouTubern heißt, Pizza bestellen und Glatze. 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 Den ganzen Tag. Ja, ich würde mich gerne freuen, wenn du mitkommen würdest, Charlene. Ja, gerne. Wenn du magst, ja. Rominas Stimmung ist sofort im Keller. Wie so ein Schlag ins Gesicht. Und was erhofft sich Dennis? Wie so ein Schlag Zornig. Ins Gesicht. Nee, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, um ehrlich zu sein. Wenn ich halt jemanden sonst kennenlerne, dann bin ich die Nummer eins und ist schwierig aber für mich. Ah ja, also immerhin ist die Sendung noch ziemlich unangenehm. Es ist wirklich eine schöne Gestik vom RTL. Nach dem Donnerwetter am Vortag ist die Stimmung wie verwandelt. Und Rebecca erst. Ich wollte ihm eben halt auch zeigen, ich kann feminin aussehen. Oh, Morgen. Ah, okay. Nee, und ich dachte immer, in solchen Wohnungen werden in Osteuropa immer Erotikfilme gedreht. Wahrscheinlich Sommerpause. Super, sie sind alle gut drauf und umgarnen den Mike. Oder wie es auch heißt, das große Schrottwichteln in Budapest geht weiter. Rebecca hat mich ja sehr überrascht. Sie sah richtig nett aus. Hübsch, hat mir gleich gefallen. Optisch hat sie mir besser gefallen. Weil sie mal wäre fraulich, also wie männlich. Aha, unsere Rebecca, sie hat ganz offensichtlich einen Plan. Haare waschen ist es jedenfalls schon mal nicht. Es gab wirklich ganz viele Kommentare dazu, dass Mike beim Friseur war. Fun Fact am Rande, er benutzt das gleiche Haargel wie Cameron Diaz. Ich habe gedacht, vielleicht gehen wir heute also nur zu viert in die Stadt. Und die Madi geht dann nach einer Freundin. Mir ist so ein Stein vom Herzen gefallen, als ich gehört habe, Anneliese ist nicht mit dabei. Budapest zu Fuß. Rebecca nimmt Sarahs Handy und fotografiert Sarahs Lieblingsmotiv. Sarah. Sarah kann aber immerhin ihren Namen tanzen, oder? Ich bin mir bei denen nicht so sicher, wer das Rennen machen wird. Paris Hilton mit der alten Wendlernase, die Zwillingsschwester von Handelsfachpacker Marco oder doch das Mädchen, das beim Bewerbungsformular aus Versehen Schwiegertochter gesucht, anstatt Germany's Next Topmodel angekreuzt hat. Franzin liegt der Streit mit Mama Anneliese noch auf der Seele. Ich möchte jetzt nicht, dass die Sache zwischen deiner Mama und mir da zwischensteht. Ich habe bald kein Wort mehr mit dir, wenn du so weitermachst. Ich streite mich normalerweise nie. Ich liebe Harmonie. Moment, Moment. Ich streite nie und bin harmoniebedürftig. Dann hat da offensichtlich jemand wohl ganz schlecht gecastet. Wobei, es ist natürlich auch sehr clever. Nachdem Medizinstudentin Sarah, die attraktive Ärztin Sarah, die leidenschaftliche Lebensretterin Sarah, die sexy Sanitäterin Sarah, ihm vergangene Woche noch so eine Vorlage geschenkt hat, will sie ihn jetzt für sich haben. Können wir den Konflikt dann einfach irgendwie weglassen? Ist das auch, glaubst du, das ist irgendwie möglich? Einfach nur die Hände schütteln, ist das okay für dich? Mir ist es halt einfach nur wichtig, dass ich sage, was ich denke, denn so bin ich. Wenn Mike glücklich sein möchte in seinem Leben, dann sollte er gucken, was für ihn persönlich Glück bedeutet. Ach so, aber Sarah lässt ihm doch die Fotos nach den Dreharbeiten auch noch da, oder? Moment, wenn Franzin wirklich das sagen würde, was sie denkt, wäre alles super. Glück gibt's für den gebürtigen Niederländer wohl nur zu dritt.
Wenn du dich nicht mit meiner Ma also anfreunden kannst, dann tut's mir leid, aber dann hast du auch nicht so viele Chancen bei mir. Mama Anneliese before Host. Was wir aber nicht vergessen dürfen, Franzin macht eine Ausbildung in einer Bibliothek. Ist irgendwie auch witzig. Ich dachte immer, sowas heißt Pascha. Ich wusste gar nicht, dass es ein Bordell gibt, das Bibliothek heißt. Vielleicht habe ich die Franzin verletzt. An anderen Seite, ich muss ja auch bei meiner Ma halten. Aktueller Zwischenstand, Mama Anneliese 1, Franzin 0. Für den malerischen Mike ist es ein absolutes No-Go, wenn seine Freundin nicht mit seiner Mutter kann. Und für mich wäre es ein absolutes No-Go, wenn jemand nicht mit Schwiegertochter gesucht kann. Mitten in den Weiten Schleswig-Holsteins hat Michelle die erste Nacht im schmucken Ferienhaus überstanden. Allein im großen Bett. Der Zeitsoldat stellt derweil die Versorgung mit Frühstück sicher. Heute Morgen bin ich zum Frühstück zu Michelle gefahren. In dem Fall heißt Zeitsoldat wahrscheinlich, dass er wirklich nur für ganz kurze Zeit Soldat war. Die norddeutsche Bachelor-Villa. Leute, aber wirklich, was ist das für eine Unterkunft? Warum müssen die nicht mehr in den alten Kinderzimmern übernachten? Wir erinnern uns natürlich alle daran, dass die Kandidaten früh in der Regel noch nicht mal durch die Tür gepasst haben. Es wird ein Croissant mit Butter und Matt. Experimentierfreudig. Matt! Ich hab mir ein wenig gedacht, was er für Geschmacksverkalkungen hat. Ah, ein Croissant mit Matt. Schmeckt mir aber. Die auch, oder? All wollen sie gehen. Ich kann es überhaupt gar nicht nachvollziehen, dass es heißt, die Deutschen haben keine Esskultur. Der Philipp weiß vielleicht nicht, was Frauen mögen, aber wir haben auf jeden Fall den Beweis, dass er wirklich jede Taschentuchmarke auswendig kennt und eben auch die Vor- und Nachteile. Ich heiße Silja und arbeite im Kindergarten. Ich kann ihn gerne mal anrufen, wenn du möchtest. Ha, Mutti. Hallo. Eine Silja ist da für dich. Eine was? Ein Ersatz für deine Hand. Eine was? Eine Urlaubsvertretung für deine Hand. Eine was? Das, was du zum Aufblasen besitzt, nur in noch brauchbar. Ja, also Michelle und ich kommen dann nach Hause. Alles klar. Ich dachte ehrlich gesagt erstmal, dass das ein billiger Trick ist, um die Altenpflegerin Michelle in die Wohnung zu locken. Nur weil der patente Papa halt gerade musste, aber es ist wirklich eine bestechende Bewerberin da. Drei Bewerberinnen warten darauf, Heiko aus Sachsen-Anhalt und seine Mutter Sigrid kennenzulernen. Nach einer erholsamen Nacht laden Heiko und Sigrid bei Helgas opulentem Frühstück die Energiereserven weiter auf. Das war genau das, was ich jetzt gebraucht habe und freue mich auf die nächste Zeit, die da kommt. Die herzliche Helga macht hier gleich einen Antrag, wenn das so weitergeht. Aber leider kommt der heimelige Heiko ihr zuvor. Ich hatte vorhin schon mal, wo ich die Sachen zusammengepackt habe, schon mal angerufen. Ja. Taxi zum Bahnhof. Ach so. Hm. Ja. Wenn wir dann fertig sind mit Frühstücken, dann müssen wir dann auch schon los. Moment, mit dem Taxi zum Bahnhof? Die sollen laufen. Und das von meinen Gebühren. Kann es sein, dass Heiko wirklich einen Esoterik-Overload hat? Was kommt als nächstes? Echte Promis im Dschungelcamp? Die Nachricht schmerzt trotzdem. Im Großen und Ganzen habe ich schon gespürt, dass Helga schon sehr verliebt ist in mich. Also sie hat sich wohl schon richtig in mich verschossen. Ah, Heiko, ganz vielleicht hast du den Wink mit dem Zaunpfahl der Engel nicht gesehen. Sie heißt immerhin Helga. Hätten wir einfach mal wirklich bei jeder Umarmung von Helga einen kurzen getrunken, könnten wir uns morgen immerhin an diesen Scheiß nicht mehr erinnern. Die Punkte stehen für besondere Ereignisse als Blume. Und dann darf jeder eine mal. Dann fließt da unsere Liebe rein. Das machen und die Energie. Ja. Ja, wenn man sich Helgas Wandkunst mal so genauer betrachtet. Also ich kann Eltern schon verstehen, die ihre Kinder schimpfen, wenn sie ihre Wände so voll schmieren. Aha, okay, also jetzt malen sie hier an der Wand. Wie soll Heiko das ohne Malnachtszahlen hinbekommen? Du kommst mir näher, spürst du es? Ich muss brechen. Ja. Deine Blume will zu mir. Helga, was hältst du davon, wenn wir noch ein Selfie machen? Oh ja, von uns beiden. Das wird mich freuen. Ja? Helga nutzt die Gunst des Augenblicks. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, dass Helga mir gleich einen Kuss gibt. Ich fand's ganz süß von ihr. Ich hab's ja auch zugelassen. Na, wir alle dachten, das ist ein leidenschaftlicher und intensiver Kuss. Heiko hat sich davon nur ein Stückchen Kuchen in den Mund gestopft und Helga... Nein, nein. Nein, Helga wollte eigentlich nur die Kameralinse retten, indem sie eben beide Gesichter verdeckt. Die wäre nämlich sonst geplatzt. Und dann das schöne Denken und immer ein Lächeln zeigen. Danke. Ich werde auch wieder essen. Ich weiß. Danke. Niemand kuschelt mit Heiko außer Sigrid. Auf den Schock pfeift sie sich erstmal ihre kompletten Globuli-Vorräte rein. Die Helga, unser Wandtattoo auf zwei Beinen. Vielleicht sehen wir sie ja wieder. Ha, 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 ha. Schön. Mein Wohnzimmer
Also ich liebe es halt. Aber da schläfst du nicht, oder? Nein, könnte das, man aber auch. Nein, das glaube ich nicht. Wenn du schnarchst. Kann es sein, dass seine Wohnung eine Pokodomäne-Musterwohnung ist? Was zur Hölle? Ah, das ist natürlich praktisch. Dann kann er gleich das Dreier-Sauna-Date hier auf diese große Liegewiese verlagern. Ich kann dir einmal kurz mal was zeigen. Also wenn es dunkel ist draußen, ne, dann bin ich auch schon jemand gerne, der auch mal jemand... Das habe ich selbst gemacht, ne? Das Licht. Das Licht. Das Licht drumherum halt, ne? Warum ist Dennis jetzt eigentlich hier bei Schwiegertochter gesucht? Wahrscheinlich wollte er zum Bachelor, aber seine Mama hätte da leider nicht in die Villa einziehen dürfen. Und was würde wirklich niemals jemand über dieses hässliche Lichtbild an der Wand sagen? Also ich finde es toll. Also findest du sexy? Ja, voll. Oder? Ja, ja, voll. Total. Ich hatte gleich Lust, mich da hinzulegen und... Während die einen liegen, setzen sich Romina und Nadja zur Nagel- und Fragestunde bei Mama Carmen. Mag er denn Frauen? Nein. Das größte Problem für Dennis ist natürlich, bei diesen unzähligen Bewerbungen war leider keiner von dem Typen dabei. Du hast ja gesagt, du hast Tattoos. Das ist der Unendlichschleife. Hier habe ich eine Ballerina, weil ich ja sehr gerne tanze. Hier hinten habe ich einen Schriftzug und eine Hibiskusblüte. Dann habe ich auf dem Fuß hier noch einen kleinen Anker. Und weiche 0815 White Girl Tattoos, die wirklich jeder hat, hättest du gerne? Und sie so... Ja. Ja, wir sind uns alle so ein bisschen unsicher, ob das noch Schwiegertochter gesucht ist. Aber es gibt ein klares Erkennungszeichen. Die Wohnzimmer der Kandidaten haben immer noch mehr Tattoos als der komplette Cast von Love Island. Ich bin ja die Selfie-Princess unter uns. Und ich dachte, wir machen eine kleine Selfie-Challenge mit dem Mike. Er entscheidet dann, wer seine Selfie-Queen ist. Nach dem sagenhaften Monroe's Comeback. Es sinkt für sie das Niveau. Jetzt so ein Geschenk, wow, und das ist so gar nicht selbstverliebt. Sie hat nämlich voll Ahnung, okay, wie muss ich mich positionieren, um meinen Schmollmund am besten zu präsentieren. Na, ja. Ja, sie ist wunderschön, aber immer nur Selfies und immer nur aufs Aussehen achten. Ne? In jeder Position, bei jeder Bewegung. Während Sarah das vielleicht damit auf das Cover der russischen Apothekenumschau schafft, bewirbt sich Franzin damit hier für wirklich sämtliche Trash-Formate. Gefällt dir das? Ja, mir gefällt es super. Dann sollst du es behalten, finde ich. Okay. Du brauchst einfach viel mehr Selbstbewusstsein, Mike. Du darfst nicht immer davon ausgehen, dass du irgendwie... minderwertig bist. Überhaupt gar nicht. Ich glaube schon, dass die Sarah mich helfen kann. Du müsstest eigentlich denken, oh, ich wäre jetzt der tollste Mann auf der Welt. Ja, jetzt stehen dem Mike nicht mehr nur die Haare ab. So viele Frauen an einem Ort, die vorgaukeln, was von ihm zu wollen. Das kennt Mike natürlich sonst nur aus dem Internet. Und schon ist Franzin an der Reihe. Magst du auch Bäume? Naja, man braucht es zum Atmen. Okay, gut gekontert. Müsste Franzin eigentlich nicht nachts mit dem Kopf nach unten vor dem Baum hängen? Franzins Interesse ist genauso echt wie ihre Haarfarbe. Den einzigen Baum, den Mike kennt, der ist rund und nennt sich Familienstammbaum. Ich dachte mir, wir setzen uns hier so hin. Also die Rebecca hat sich bei mir angehakt. Ich habe dann auch ein bisschen mehr zugelassen. Shopping Queen Motto, die wilde Herzbuben. Ohne Bart. So, ihr Turteltäubchen, jetzt sind wir ja schon am Ende unserer Challenge. Ja. Das heißt, bin ich dann deine Selfie-Queen? Ja, du bist meine Selfie-Queen. Mike ist ja auch eine Selfie-Queen sozusagen. Im hohen Norden ist zwischen Philipps Eltern Angela und Jürgen und Neuankömmling Silja fürs Erste alles gesagt. Dann kam er nicht alleine und das fand ich sehr doof. Ach so, weil sie da mehr? Krass, dass Silja nicht einfach ein Doppelkinn hat, sondern einfach eine komplette zweite untere Gesichtshälfte. So. Ich habe mich neben ihn gesetzt. Das war schon ein wenig zeigen, wo ich sitze. Dann werde ich die eine oder andere Information aus der Dame herauspressen. Brauchst du nicht pressen, kannst fragen. Alles klar. Ich wusste gar nicht, was ich jetzt wirklich... soll. Er will das Wesentliche aus ihnen herauspressen. Patricia Blanco, wenn sie Trauben sieht. Silja ist wirklich auch die einzige Teilnehmer einer Dating-Show, die von Anfang an einfach überhaupt gar keinen Bock hat. Bigamie in Deutschland, ist das überhaupt erlaubt? Was ist das? Ja, zwei Frauen am Tisch. Du, da muss ich nur den zum anderen Glauben wechseln, dann kann ich auch sieben haben. Montag, Dienstag, Arbeitswoche, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und für Feiertage, so hole ich mir dann eine Geliebte. Kurze Frage, die von Schwiegertochter gesucht, das sind doch die, die bei Tinder übrig geblieben sind, oder? Aber hier, liebe Redaktion, was macht ihr da mit Philipp? Sowas Menschenverachtendes habe ich wirklich noch nie gesehen. Davon wird er doch nie satt. Das war aber nur ein Witz. Also, es wird am Ende nur eine geben. Mama? Du bist sehr, sehr ruhig. Also du, ich hatte den Eindruck, entweder sah die anderen beiden Mädels, dass er so die Nähe zu denen er sucht.
Und das verletzt mich dann irgendwie. Zieh ich mich automatisch zurück. Komm her, nicht weinen, das brauchst du nicht. So toll ist Dennis nämlich auch nicht. Mama Carmen strahlt einfach so viel Wärme aus. Wobei es könnte natürlich auch sein, dass sie einfach noch glüht vom Solarium. Ja, wir wollten mal gucken, was ihr so macht. Ich würde dich gerne bitten, ob du Romina gerne mitkommen möchtest. Schon wieder Bedenken bestätigt. Charlene leitet jetzt ganz hochoffiziell die Jahreshauptversammlung der Korbladenbesitzer. Die ist aber eigentlich ganz schlau. Das wäre sehr gut für Dennis, dann hätte immerhin eine was im Kopf. Ich bin jetzt am meisten gespannt auf Elvira, was hinter Kräuterfee steht. Erstmal noch mal ein bisschen durchatmen. Was sind das für eine Kleine? Süß, wie Sigrid von ihrem Furz ablenken möchte. Bin mir tatsächlich ein bisschen unsicher, ob das nach Schwiegertochter gesucht ist oder eine Doku über die Zeugen Jehovas. Am liebsten wäre ich eigentlich jetzt um den Hals gefallen und hätten abgeknutscht überall. Aber das ging ja nie. Kommt mal rein. Ja, gern. Das ist meine Stube. Ach, schön. Ja. Mhm, schön. Klein und fein. Gefällt mir. Der Kleine, der hier vorne steht, so niedlich. Sätze, die Sigrid sonst immer nur sagt, wenn sie den Heiko in der Badehose sieht. Sie konnte ihn natürlich nicht so richtig abknutschen, weil ein enges Band zwischen Heiko und seiner Mama Sigrid ist. Ob das so gut ist, dass sie die Nabelschnur immer noch nicht getrennt haben, ich weiß es nicht. Na, also ich mal ja auch. Oh, schön. Ach, das sieht ja gut aus. Mhm. Hier wird gerade gelogen. Ist entstanden aus einer Eingebung, die ich erhalten habe. Ne? Also bist du auch spirituell? Spirituell ist eigentlich auch nur ein Synonym für bescheuert, oder? Ich kann ehrlich gesagt auch nur spirituell ernst nehmen. Und ich arbeite ja dann auch mit meinen Steinen noch zusätzlich. Also ich habe auch verschiedene Steinbücher. Ich glaube, dass wir gut zusammenpassen, weil wir dieselben Interessen haben. Ist alles rund und stimmig. Was ist jetzt mit Helga? Steine gehören doch zu Heikos erweitertem Wohnzimmer. Sie haben auf jeden Fall dieselben Interessen für gepolsterte Zellen aus Gummi und Männern in Weiß. In Budapest gilt es, eine der drei Frauen nach Hause zu schicken. Und wie war es bei dir und deine Freundin? Ja, war schön, ich habe sie lange nicht gesehen, meine Freundin. Wir haben ein bisschen alles so ein bisschen beigequasselt, so, was so passiert ist und so. Ja, hat mir auch mal gefehlt. Annelieses Ausrede, dass sie sich mit einer Freundin getroffen hat, kann wirklich jeder 15-Jährige besser rüberbringen, der vor seinen Eltern verheimlicht, dass sie sich mit einem 45-Jährigen zu einem Grindr-Date getroffen hat. Ich habe meine Mutter diesmal um Rat gefragt, weil sie hat mehr Lebenskenntnis als wie ich. Also ein bisschen Freiraum muss ich dir ja geben. Du musst ja schauen, was ist, was du willst. Jeder hat so seine eigene Strategie, dich vielleicht zu erobern. Oder ist auch anders. Kannst du dir das vorstellen? Als wie, wenn man einfach nicht weiß, was man verwenden soll, beides verwenden. Toll, dass die Mama ihm endlich Freiraum gibt. Das Gleiche wünscht er sich jetzt auch noch fürs gemeinsame Bett. So sieht's aus. Kriegst du noch einen Knuffel? Ja. We were just kids. Meine Mutter hat mich ein bisschen Selbstbewusstsein gegeben. Ich habe halt so gemerkt, dass es für mich halt nichts ist zwischen uns. Vielleicht denkt sie dann auch, ich bin noch nicht bereit für etwas so wie sie oder... Was genau wollte die Russin hier von Mikey? Insta-Follower? Sie opfert sich fürs Trash-Team, damit Franzin bleiben kann. Die Schönste ist weg. Mikey ist total traurig und Trash-Expertin Vera so... Egal! Pack deine Koffer und gute Reise. Als ich mich dann verabschieden will, da streckt Mike mir einfach so die Hand raus und will mich nicht umarmen. Und ich finde es sehr komisch. Ich meine, ich habe ihm ja nichts Böses getan. Bei Mikey bin ich mir tatsächlich einfach nicht so sicher, was ich weniger verstehen kann. Seine Frisur oder seine Sprache. Mach dir nichts raus, Unterhose einmal auf links drehen und weiter geht's im Flirt-Game. Ja, also die Tüpfel Nase zugeknallt, gut, da... Habe ich mir auch gedacht, ja. Also es war nicht bewusst, dass ich eh die Tür vor der Nase zuhaue. Es tut mir leid. Sie war einfach so aufgeregt. Schwiegertochter gesucht in der Promi-Version gibt's einfach auch nicht alle Tage. Silja bekommt ihre Privataudienz auf der Dachterrasse. Und, fielen mir nicht so die Fragen ein, die ich eigentlich fragen wollte. Ich krieg den Satz nicht zusammen. Der schönste Flirt seit Jay und Indira. Aber liebe Redaktion, Alliterationen gehören genauso zur Sendung wie unangenehme Flirts oder wie Botox zu Sonja Zietlow und Schnaps zu Claudia Obert. Sie fehlen. Und meinst du, hast du Chancen bei ihm schon so? Das kann ich dir gar nicht sagen. Auf dem ersten. Weil ich ihn ja heute erst kennengelernt habe. Du schon einen Tag länger. Ich werde auf jeden Fall nicht so ganz kampflos. Ihn überlassen.
Ich auch nicht. Sie kämpfen um Philipp. Übung haben sie ja vom Woolworth, wenn es am Grabbeltisch Kinderjeans im Angebot gibt. Die beiden wollen den Titel der größten Drama Queen nicht kampflos an Anneliese und Franzine abgeben. Sehr guter Move. Ja, machst mir einen sehr netten Eindruck, außer dass du so ein bisschen Feuer so, ne, ein bisschen Temperament. Stört dich das? Du könntest schon ein bisschen einen kleinen Gang runterschalten, ne? Ich bin nicht die Nummer 1. Okay, das wird tatsächlich ein bisschen verrückt. Romina dachte natürlich, Dennis zeigt ihr hier mit der großen Couch ihren neuen Arbeitsplatz. Jetzt mag er ganz offensichtlich ihre nervige Art, genauso wie Michaela Schäfer natürliche Schönheit. Warst du schon mal verheiratet? Ja. Ach, du warst schon mal verheiratet? Ich war schon dreimal verheiratet. Dreimal schon? Ja. Oh. Was mag wohl in ihrem Leben alles schiefgegangen sein? Fragt jemand, der sich in Sachen Liebe auf Vera Intervin verlässt. Eine Frau, deren Seele dunkler ist als dieser verbrannte Marshmallow vom tollen Grillen. Das sind zwei Schlafplätze drin. Klein und fein. Ja, klein und fein. Ja, das ist sogar ein Staubsauger. Toll, dass die Mutti direkt an ihren Sohnemann denkt. Das Haarteil von Mama Sigrid kommt nachts einfach in den Käfig. Ist alles gar kein Problem. Was haltet ihr davon? Setzen wir uns ein bisschen hin, trinken was und ein bisschen Karten legen. Ja, was haltet ihr davon? Oh, du legst Karten? Ja. Hast du eine Frage an die Engel? Wer die Sendung zum allerersten Mal sieht, denkt wahrscheinlich, Heiko ist der Normale und die andere ist die verrückte Esoterik-Tante. Wow. Also, das ist ja immer, da haben wir einmal die Vergangenheit, dann das Jetzt und die dritte Karte ist die Zukunft. Mhm. Ne? So funktioniert das. Und die Karten, die waren im Endeffekt auf mich zugeschnitten. Tatsächlich stimmt das. Und bei Heiko ist es wie immer der große Vollpfosten. In Schleswig-Holstein hat Philipp seine Damen schon früh am Tag abgeholt, um mit ihnen im Wohnmobil seiner Eltern nach Dänemark zu fahren. Wenn es schlecht Wetter wird, können wir ins Wohnmobil gehen, können dort ganz normal entspannt weiter sitzen und können uns... Ja, aber hoffentlich mit Michelle. Die passt so gut zu ihm. Philipp war ja auch total begeistert, dass sie beim Frühstück ganze Eier in den Mund bekommen hat. Warum? Ich brauche den Wohnmobilschlüssel. Nein. Nur für einen Tagesausflug zum Schluss. Nein. Ist ja auch nicht weit. Nein. Hier. Unsere mitreisende Michelle dachte natürlich, ist ein Riesenwitz. Aber nein, ist es nicht. Aber was verheimlicht der Vater beim Wohnmobil? Dass der Sohn damit nicht fahren und RTL nicht filmen darf? Hält er da etwa die alten Schwiegertochter-Gesuchtautoren gefangen? Ich bin Fiona und mache gerade die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin. Und ich mag es super gerne, wenn die Aufmerksamkeit auf mir liegt. Sekunde. Der Papi von Philipp heißt doch aber Jürgen und nicht Aufmerksamkeit, oder? Als ich von Philipps Plan gehört habe, mit seinen Frauen an die dänische Küste zu fahren, habe ich mir gedacht, höher, lauter, weiter, immer schön über die Schmerzgrenze. Ich habe eine weitere Konkurrentin mitgebracht. Vera, wir wissen dein Engagement sehr zu schätzen, an alte, menschenverachtende Seiten anzuknüpfen. Und wie dreist RTL das einfach verhindern möchte. Sarahs Entschluss abzureisen setzt Mike in Budapest immer noch zu. Oh mein Gott, die schmecken richtig gut. Ich glaube, ich habe noch nie so gute Kartoffeln gegessen. Was ist das denn? Das ist richtig crunchy und salzig. Franzine reagiert auf die Kartoffeln wie wir auf das Sommerhaus. In der Zwischenzeit hat auf jeden Fall Mama Anneliese das Gästezimmer für Franzine extra nochmal vorbereitet. Am nächsten Morgen heißt es Goodbye Budapest. Der Balaton ruft. Mikes eigentliches Zuhause. Und da zeigt Mike dann seinen Damen, obwohl sie ab jetzt immer stehen müssen, zur Arbeit. Anneliese, darf ich noch einmal ganz kurz mit dir sprechen? Mhm. In den ersten Tagen hatten wir ja unsere Meinungsverschiedenheiten. Ich möchte auch gern mit dir klarkommen. Ich hasse Streit und ich möchte, dass wir ja, Streit uns auch verstehen. Auch, Streit ist ja auch nichts Schönes. Wäre entweder, wenn sie keine Alliterationen mehr einbauen darf und niemanden mehr vorführen kann. Leute, Jan Böhmermann hat Schwiegertochter gesucht, endgültig zerstört. Du warst auch vielleicht ein bisschen zu nachtragend. Ich möchte dir einfach meine Hand jetzt anbieten und nimmst du Peace, ne? Okay, Peace. Okay. Unsere Elsa-Cosplayerin kann einfach nicht ohne Happy End, klar. Aber dass es diese Disney-Kostüme auch in Erwachsenengröße gibt, wow. Nadja fühlt sich bis jetzt zu wenig beachtet. Das ist die Chance, das Ruder rumzureißen. So sieht's aus. Ja, ganz schön. Ja, willst du noch gerne irgendwas von mir wissen, über mich? Was wollen Dennis' Brüder zu dem Date hier sagen? Schwiegertochter gesucht ist auch einfach so dieses Anti-Mieten-Kaufen-Wohnen. Es sind einfach so viele Wohnungen, in denen man auf gar keinen Fall leben möchte. Freunde, ich glaube, wir müssen eine Petition für Alliteration starten. Wenn ihr auch welche wollt, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich druck's aus und schick's an RTL. Bitte supportet es. Wenn euch mein Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Abo mit Glocke da und gebt mir einen Daumen nach oben. In Folge 1 gab es den großen Streit von Franzine und Mama Anneliese. Ich liebe es. Klickt auf jeden Fall rein. Viel Spaß mit allem und bis dann. Ciao.